Alter Schwede, was für ein Penalty-Krimi war das denn gegen Hamburg? So, nun müssen wir gegen Ingolstadt ran mit 7 Siegen. Oh, Backe, na, das kann ja was geben. Heidigs Blechle. Nun gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir starten in das Match. So, Simon Danner ist immer noch 3 Wochen verletzt. Das hat aber nichts zu sagen. Wir können auch so gegen Ingolstadt gewinnen. Wir bleiben bei Manuel und los geht's. Welcome all the fans who are joining us as we get set for this game. Let's get some hits in this game early. Come on, drop the puck. We're ready to go. Ingolstadt's power play accounts for a large percentage of the offensive flow. And if you're ever going to develop any discipline, and this team they're playing has had a hard time doing that, if you're ever going to, tonight's the night. Which streak will we Glück. I think that's the good question, Gary. Den ersten Bulli haben wir schon mal gewonnen. Schon mal sehr gut. Wo ist er denn? Ach, bei Nielsen war er. Oh, das geht ja schon in den ersten paar Minuten richtig munter los hier. Die schenken sich hier wohl gar nichts. Aua. Natürlich steht da mal wieder kein Schwein. Oh. Big chance, got nothing on it. Wie weit war der denn gerade in außen? Autsch! Natürlich! Ach, schöner Pass! Ryan, up the boards to Ross. Oha. Das wird schwierig gegen... gegen Ingolstadt zu gewinnen. That puck's just gonna hit him and rebound away. Nice play. Picks it up in the offensive end. Reimer's on the doorstep. That's where the battle is. Ach, schade. Offensive chance. That's a great place for a shot. Tremendous hit right there. Both of them are gonna feel that one. DeRoche. Ooh. Save of the blocker. Has control. Und die EG beißt sich richtig fest im Angriffsdrittel von Ingolstadt. Aber irgendwie fehlt der Abschluss. Alter. Finds a loose puck, holds it in. Makes the move, he's got a scoring chance. Save and a great one. Eieieiei. To Ross. Alter Schwede. Good wrist shot. Blocked by Travis. Kick save and a good scoring opportunity. Tyler Beachy. Two on two the other way. Oh, er trifft nicht. Alter Schwede. Chance from in tight. Oh, er hat mal eine Strafe angezeigt. Und das gegen mich, das ist ja blöd.
Nice pass takes that one from the other side. Gordon's heading to the bench, and they'll get the extra skater on here as a delayed penalty's coming up. To Motzko. Oh, he wristed that one. Save! Ja, was denn nun? To Retzer. Take a look at the clock. First period coming to a conclusion. Fiesenick pushing it. Ja, was war das denn? Ich krieg den Puck nicht. Hallo! Erste Drittel vorbei, Strafe für mich. 2 Minuten Strafe gehe ich mal von aus. Und es steht 0-0. Aber in den letzten paar Minuten habe ich den Puck da nicht mehr rausgekriegt. Seitdem die Strafe angezeigt war, habe ich den Puck da nicht mehr rausgekriegt. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Jawohl, jawohl. Gut, auf geht's ins zweite Drittel. Düsseldorf's penalty killing unit is out to start this period. Gut, dann gehen wir die ersten 2 Minuten in Unterzahl. Tor in Unterzahl wäre ja auch mal was Schönes, oder? To Brule. Ach, Mist. To Motzko. We'll have a stoppage here for offside. Good, 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 well, in this matchup, Bill, we got one team that hopes to move on and another hopes to move out. Yeah, Gary, at least on paper, as we can see, it looks like a mismatch, but I've been fooled before. To Artuka. Okay. 2-on-2 the other way. Ich habe keine Anspielmöglichkeit. Nach wohin? Offense going, he's got it. Up the wing to Motzko. To Ross. Holland. So, Brule. Up the middle with the puck. Shot! Shot blocked. Picks that one up in the defensive zone. They'll reorganize. Holland ist alleine! Komm mit und lauf! To Reed. Ach, schade. Ross. To Motzko. Oh, oh. To Reich. Schön geblockt. So, Roach. Not gonna pass it here. He'll lug this one. Ah. Good move by the goaltender using that leg. He's got that puck coming. Alter Schwede. Play right there in that breakaway has saved him a goal. Yeah, yeah. Ach, Entschuldigung. Ich hätte vielleicht doch noch mal passen sollen. So hin und her zum Doppelpass. Düsseldorf's penalty is over. We're back to even strength. Missed that high. Good play to hold that in the zone. Ah! Ah, Mann! Wide shot on that one. Gilbert Brule might be short in stature, but he's got one of the biggest hearts in pro hockey. Das ist hier kein Eishockey-Spiel, das ist ja schon Rugby hier. Ah! Shot that puck wide. He had a great chance. There's a good Sarusky pass up the wing to Artukin. Ach, schade. Ryan. Oops. Da hat keiner von uns beiden gekriegt. He finds that loose puck. Needs to get rid of this puck. So, Reimer. Ich habe keinen Bock, schon wieder ins Penaltyschießen zu gehen. Snap that one on net. Strafe? He'll give this one to the scorer's box. We'll see what the penalty is. Peterson's gonna Bist du krank, Schiri? Das ist ja schon die zweite Strafe. Also jetzt zwar nicht für mich, sondern also insgesamt 2 Strafen. Bist du krank?
Dusseldorf's power play unit coming out on the ice. This will be their first chance of the game. He's got that one on the stick. That was just wobbling around for a minute. Boy, there's a fearless play right there. Put the body in front of it. To Holland. Okay. Ah, shot it. Not a lot on that shot, and you can see why. No, you can read the puck as it dribbled by the net. That was a pretty good wrist shot. Get that off the hurry, Bill. Even nicer save. Fuck. Oh my god, that hurt. He'll move it himself. Shot gets blocked. So, was mache ich denn jetzt? Ach man! Wollte schön so vor Stop passen. Right. Da habe ich doch gerade eben einen Spieler bei mir im Angriffsdrittel gesehen. Und deswegen musste ich den Angriff stoppen. Rocket shot and he got that in a scoring situation. Not on net, he's wide. Puh, das gibt's doch nicht. Endlich Andy Roach! Ach, Entschuldigung. Irgendwann muss es doch mal klappen. Opportunity was there in the high slot. He did not let it pass by. Und wieder in den Winkel. Ich liebe irgendwie den Winkel. Here in this second period, finally we see a finish to what's been a pretty good offensive flow. Im Moment auf der Siegestraße. Nur das kann sich ja sehr, sehr schnell ändern. Und ich glaube, das wird sich jetzt genau ändern. So, Reimer, Attacke hier. In the neutral zone, up against the wall, he lugs this one. Was war das denn? Das war ja eine Fahrkarte, war das. Das war ja gar nichts. Cross ice pass. To Retzer. Big shot. Blocker on it, knocks it away. Digging in, trying to come away with the puck. So, und das hätte der Schiri eigentlich auch pfeifen müssen. Das war nämlich einstellen. Face off for the offsides. Willst du mich verarschen? Der Hopgolle sieht ja aus. Under 6 minutes left, second period of action. Roach's goal. It's the difference right now. They're up 1-0. So. Ei. Und ich hab da unten nur Roach. What a battle against the boards. Ule, komm, lass dich nicht aufhalten. Attacke. Two on two on the rush. Ja, natürlich. To Ross. To Motzko. Was war das denn? 1-1. Die drei Punkte sind sehr, sehr wichtig. He found the puck in that high slot area and took advantage of it. I mean, he put it on net and ends up scoring. Well, good goals don't happen without really good assists, and this was one. Okay, ich habe das ganz dumme Gefühl, entweder geht's wieder in die Verlängerung oder Ingolstadt gewinnt. Irgendwie habe ich so das ganz dumme Gefühl. It's going to be a great finish. So, Schiernick. Ah. Alter! Boah! Bill, how about the save that was made right here? That's a pretty good backhand shot that he just denied. Was war das denn, ey? Sechs zu 17 Torschüsse für die DEG. Alter Schwede. Und dann steht es 2-1 kurz vor Ende des zweiten Drittels. Jason Holland.
geil! Mit seinem ersten Tor! Bulli, Tor, Bulli, Tor, Bulli, 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 Tor, 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 hinein! Geil! Ich sage euch, das Spiel ist aber noch nicht entschieden. Hundertprozentig nicht. Jo, zweite Drittel vorbei. Es steht 2:1 für die DEG. Sehr schön. This game's not being played with goaltenders. It's about goaltenders watching the others play. A lot of people helping, aren't there, Gary? I mean, good defensive game by everybody, and that's what's keeping the shots down and the hits. Man, are there a bunch of them. Oh mein Gott, aber ein schönes Tor von Jason Holland gerade. Da ist es nochmal. Sehr schön. Im Moment bin ich wieder auf der Siegesstraße. Hervorragende Disziplin, ja. Auf geht's ins letzte, unentscheidende Drittel. Face off, third period underway. So, Nielsen, wieder mit einem neuen Angriff. Aua! Exakt. Ja, da laufe ich am Puck vorbei. Oh, nicht schlecht. So, Ruski. Looking to get this offense going. Let's see what he can do with it as he carries. Tough save. At the point. To Hudlin. Ah, Scheibenkleister. Motzko. Both of them got their licks in on that one. Roulet's efforts tonight have resulted in one assist. Team though has got the lead. Where they don't need him, but if push comes to shove, he's gonna have to be a player. To Hudlin. Alter, wie sich die DEG hier festbeißt. Ist ja heftig. Wie war das denn? Wie ging der denn rein? Was? Wie kein Tor? Willst du mich verarschen, Schiri? Hallo? Ey, komm! Mach mal keine Faxen hier! Und? Gib das Tor! Ey, danke, geht doch! Puh! 3-1! Trailing by a solid margin, and now this reviewed goal makes that hill even steeper. Und das im letzten Drittel, das ist eine Zwei-Tore-Führung. Besser kann es gegen Ingolstadt doch gar nicht laufen. Und die DEG weiter im Vormarsch. Hätte ja klappen können. Boy, what a battle to get control of that puck. To Reed. To the point. Great work and net. He's going to make multiple saves. Puts that one on the tape. And behind the net he goes. Ich wollte doch zum woanders hinpassen. From a little ways out that time, he's going to be wide of the net. Collins. Ja, Collins, komm mal in Ballung hier. Ach, Mist. Ich wollte gerade schön in die Mitte passen und dann, naja, egal. Bloß jetzt nicht auf die 3, auf der 3-1-Führung ausruhen. Weiter Angriff, weiter pushen. Was, wie, wo? Okay. Er war aber auch nicht gefährlich. Der war auch nicht ungefährlich, wollte ich sagen. So, Bauerntrick. Ach,
sagen. In the slot, big chance. Gordon's got that one and he'll hang on. Gordon's maneuverability on that wrist shot, that's why he was able to make that save. That's a nice play and a good scoring chance. Also die DEG macht gerade einen unwahrscheinlichen Druck, finde ich. Und das gefällt mir. Roulet gets the opportunity for maybe a game-winning draw right here. Ross's face-off win is one of the few that he's had tonight, and they need him right now to right. Wie gesagt, jetzt bloß hier auf der 3-1-Führung ausruhen und weiter angreifen! Chance, that had a chance to go home. Good pad effort. To Roulet. To Artukin. He has that goal that's put him up by two, and he got it in this period. Was? Ging der etwa an die Latte? Sieht man die Wiederholung? Jo, der ging an die Latte. Verdammt knapp. Getting close to the buzzer here in this third period. Artukin's goal is giving him some breathing room. A two-goal lead on that one he got earlier in the period. Huch, Mist. Fisenik to Peterson. Fehlpass. To right. Pass right on the money from the wing to Ross. Schön. Off the blocker. Both teams make an effort now as they're running out of time here in the third. Good defensive play as he picks it off. Good pick up of the puck in front of the net. Ingolstadt pulling their goalie. Yeah, sometimes you can't get your goaltender out. Und da steht es sogar 4-2. It's Andy Hedlund. And into the empty net it goes. Mal gucken, ob Köln verloren hat. Dann bin ich nämlich Elfter. Careful of that shot. Yeah, this is a sweet shot. I mean, he was a long way out. Noch 46 Sekunden und es steht 4-1. Dinger. Das wird einem Abonnenten von mir gar nicht gefallen, weil er nämlich Ingolstadt-Fan ist. Nun gut. Loose puck, he's got it. Quick opportunity. That puck along that blue line, he finds a handle. Finds a Lass little room on the side and he'll move it up. Was? Hä? Ich wollte passen. Hä? Wie ist der denn jetzt reingegangen? Hä? Ach so. Okay. Auch nicht schlecht. Es war jetzt aber ein ungewolltes Tor. 5-1. Puddlin. To Cernan. Offensive opportunity. 3-on-2. Here's a pickup down low. Kick save. Huge collision. Oh, Backe. What a shot. Na, ich würde mal sagen, das ist ein eindeutiger Sieg für die DEG. 5-1. Sehr schön. Freue ich mich. Und ich bin auf die Tabelle gespannt. Alright, let's go back while we got a minute and see what some of the big plays were tonight. Aber Ingolstadt hat auch sehr, sehr gut gekämpft. Finde ich zumindest. Ja, das war ein kurioses Tor. And that's our game. I'm Gary Thorne on behalf of Bill Clement and EA Sports. Oh, da wurde der sogar getunnelt. 5-1 gewonnen. Das ging Ingolstadt. So, freeze das bitte. Jason Holland, ein Tor, ein Assist. Andy Roach, 2 Tore, 0 Assist. Und Andy Hedlund, ein Tor, 0 Assist. So. Na dann, wollen wir mal auf die Tabelle warten. Na komm. Ups.
Na komm, wie lange brauchst du denn noch? Dieses blöde Gelade immer. Nächstes Spiel ist gegen Nürnberg und so viel wie ich weiß, sind die Erster, ne? So, Tabelle! Nürnberg ist Erster, ja. Hat Köln verloren? Sind wir Elfter? Nein. Köln hat gewonnen. Verdammt. Immer Punkt noch Punkt gleich. Shit, fucking... Oh, Krefeld ist mittlerweile Letzter. Wolfsburg nur noch Vorletzter. Aber auch schon 2 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg. So, Mannheim auf dem 8. Oh je, die rutschen auch immer weiter runter. Straubing 6. Ingolstadt 5. München 4. Hamburg 3. Augsburg auf dem 2. Verrückte DELR. Naja, gut. In diesem Sinne sag ich mal ab in die Rinne und macht was draus. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Also haut rein. Ciao.